Ostberlin, 3 Tage vor dem 40. Geburtstag der DDR. 18 DDR-Bürger, 10 Erwachsene und 8 Kinder sind in der amerikanischen Botschaft in Ostberlin. Wir haben Kontakt zu allen beteiligten Parteien und suchen nach einer humanitären Lösung für ein drohendes persönliches Problem. Ich versichere Ihnen, dass wir gerade dabei sind, das Problem zu lösen und Ihnen deshalb keine weiteren Details nennen können und auch nicht zur Beantwortung von Fragen bereit sind. Why is the embassy closed? Why are people being forcibly pushed away? I'm sorry, I've said what I have to say. Thank you. May I last minute? Thanks, Jerry. Entschuldigung, es tut mir leid. So what are you telling these people? 18 DDR-Bürger haben sich in die amerikanische Botschaft geflüchtet. Weitere werden abgewiesen. Torschlusspanik. Nichts wie weg, solange es noch geht. Respekt vor Uniformen, abnehmende Tendenz. Die Staatsmacht hält sich zurück. Weiche Welle vor westlichen Fernsehkameras. Schließlich wird doch geräumt, damit die Arbeit der amerikanischen Botschaft nicht weiter blockiert wird. Meine Schwester, halte weg hier! Doch wie lange lässt sich die politische Führung die Proteste noch gefallen? Es wird uns vorgeworfen, wir wollen nach Prag abhauen, bis ich irgendwie abhauen. Heute will man in die Bibliothek, wird dann vorgeworfen, man will gleich drin bleiben. Nichts mehr geht hier und das ist das Schlimme. Wenn man die Massenhysterie sieht, dann ist nämlich auch alles zu spät. Sie draußen, es ist nicht die Botschaft. Sie doch so viel. Es ist doch keine Botschaft. Komm, ich mach mal zu. Jede Tür wird heute ausgetestet. Sie könnte die Rettung sein. Hast du da die Bombe mit? Oh, weia, das gibt's nicht, ey. Wisst ihr, was das soll? Es hat hier nur praktisch das DDR-Personal arbeitet hier. Die sind ja selber auch nicht in der Botschaft drin. Also wenn sie hier drin sind, ist kein exterritoriales Gebiet. Die Tür ist offen. Versuche! Scheiße. Ey, ist das traurig? Müssen Sie uns mal noch einen Tipp geben, was wir jetzt machen können?